Die Wurzelumwelt geht zwei Wege und hat ein Ziel, die Gewinnung von hochwertigem Kompost. Ein Weg führt über die hochmoderne Vergärungsanlage mit vollautomatischer Prozesssteuerung. Jährlich können hier bis zu 40.000 Tonnen Bioabfall aus einem Einzugsgebiet von über 500.000 Einwohnern verarbeitet werden, was nicht unerheblich zur Reduzierung von CO2-Emissionen beiträgt. Nach der Störstoffauslese wird der Bioabfall fein zerkleinert und geht in die Zwischenbunker. Zur weiteren Verarbeitung wird das Material im Mischer mit Wasser versetzt und von großen Pumpen in die Fermenter gedrückt. Die Fermenter sind zwei riesige Kessel, in denen bei einer Temperatur von 50 bis 55 Grad unter Luftausschluss der biologische Vergärungsprozess abläuft. Jeder Fermenter hat ein Fassungsvermögen von 900 Kubikmetern. Diese 900 Kubikmeter Material werden über das Fermenterrührwerk über einen Zeitraum von bis zu 20 Tagen regelmäßig bewegt. Die Verarbeitung in der hochmodernen Vergärungsanlage geschieht über eine vollautomatische Prozesssteuerung. Die Software erlaubt es, den Vergärungsprozess zu überprüfen, um bei Bedarf steuernd einzugreifen. Bei der Vergärung fällt nicht nur hochwertige Komposterde an, sondern auch Biogas. Dieses wird in der Gasaufbereitung gereinigt, entwässert und über Blockheizkraftwerke in elektrische Energie umgewandelt. Die drei Blockheizkraftwerke haben eine Gesamtleistung von 950 Kilowatt. Der Anlagenbetrieb benötigt rund 30% der produzierten Energie. Der Stromüberschuss wird in das Netz der Überlandwerke Erding eingespeist. Die Abluft des gesamten Gebäudes wird über einen Luftwäscher gereinigt, befeuchtet und mittels Hochdruckgebläse in den Biofilter geblasen. Dieser Biofilter besteht aus Wurzelholz. Die Abluft durchströmt den Filter und tritt gereinigt in die Atmosphäre aus. Nach ca. 20 Tagen ist der Bioabfall vergoren. In Siebschneckenpressen wird aus dem vergorenen Substrat die noch enthaltene Flüssigkeit herausgepresst und das Material in die Rottehalle verbracht. Dort findet über eine Bodenbelüftung der Nachrotteprozess statt. Der Temperaturverlauf der Nachrotte wird dabei laufend überprüft. Nach etwa 3 Wochen ist die Nachrotte zu hochwertigem Kompost abgeschlossen. Der Kompost geht weiter in die Siebanlage. Nach Bedarf werden unterschiedliche Siebgrößen eingesetzt. So bedeutet zum Beispiel Siebgröße 15, dass Bestandteile herausgesiebt werden, die größer als 15 mm sind. Mintsichter und Magnete ziehen nun noch vorhandene Störstoffteilchen heraus. Fertig ist das Endprodukt. Biokompost von bester Qualität zur Bodenverbesserung im Garten- und Landschaftsbau. Der zweite Weg der Wurzelumwelt ist die Kompostierung von Baum- und Gehölzschnitt, Mähgut sowie Gartenrückständen. Das Ganze wird auf Kompostmieten gesetzt und je nach Bedarf angefeuchtet. So kann man die Innentemperatur der Mieten steuern und mit Temperaturfühlern überprüfen. Wildkrautsamen und Keime werden innerhalb von 6 Wochen bei über 60 Grad abgetötet. Während der Rottephase wird der Kompost umgesetzt, damit ausreichend Sauerstoff in das Material gelangt. In dieser Phase werden moderne und bärenstarke Mietumsetzer 5 bis 6 Mal aktiv. Die Ausgangsmaterialien stammen aus Grüngutsammelcontainern, landschaftspflegerische Maßnahmen, aber auch direkt von Kleinanliefern. Seit 1999 ist die Wurzelumwelt ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb mit jährlicher Erneuerung dieser Zertifizierung. Ein weiteres Qualitätszeichen sind die eigenen gut ausgestatteten Werkstätten. Dort wird der große Maschinenpark von erfahrenen Fachkräften instand gehalten, aber auch Sonderanfertigungen durchgeführt.